Eine kleine Aufnahmesession mit der Theo-League und der Teamliga steht an. Wir spielen Towers of Doom und ich glaube, es ist hier mal ein guter Moment, um innezuhalten. Dann ist das erste Theo-League-Spiel in der neuen Season und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück. Wir werden mal ein bisschen spielen, würde ich schätzen. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen umentschieden. Ich werde jetzt mal 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Das sollte dadurch nicht wirklich viel sich verändern. Ich habe auch ein bisschen die Einstellung geändert. Das Spiel sollte jetzt weniger fragmentiert sein. Es ist in der letzten Folge so ein bisschen aufgefallen. Ich werde das mal weiter beobachten. Aber wenn das funktioniert, also der Teststream, der stattgefunden hat, da ging das schon ganz gut. Gucken wir mal, ob das so Standard bleiben wird. Wenn das so ist, dann werde ich das wohl höchstwahrscheinlich auch auf die anderen, auf die normalen Let's Plays übernehmen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. So. Okay. Kleiner will spielen. Endlich. Locker, Oka! Ich muss jetzt auf jeden Fall darauf achten, wenn wir jetzt gleich Alarak spielen, dass ich ein bisschen ruhiger anfange. Nicht zu hektisch. Das passiert mir mit Alarak immer relativ schnell. Deswegen habe ich immer so ein beschissenes Early Game meistens. Schauen wir einfach mal. Mechathyrael online. Es hat begonnen. Bereit für ein Abenteuer. Gut, dann wollen wir mal reingehen. Die haben Lilly gepickt. Die haben drei Frontliner. Wird für die Jaina und für den Azebo halt relativ easy werden. Wenn der Gorge geht, haben wir ein Problem. Das heißt, ich werde natürlich wieder denselben Bild spielen wie immer.
wenn die beiden Frontliners schaffen, mich und Katas gut zu protecten und der Deckard die Dinger gut verteilt, dann soll es, glaube ich, im Bereich des Machbaren sein, dass sie hier was reißen können. Aber das ist schon sehr, sehr unangenehm, was die gedraftet haben. Blaze mit dem Stun und dem Bunker. Und natürlich auch der Stitches mit Gorge. Das ist wahrscheinlich sogar das schwierigste Target, das wir da haben. Gucken wir mal. Das wird schwierig, da drumherum zu spielen. Aber nicht unmöglich. Alles im Bereich des Machbaren. Welcome to Heroes of the Storm. Get ready for battle and don't forget your talent. Feindliche Einheit geordnet. Ihr verschwendet meine Zeit und euren Atem. Und Ersteres ist wertvoll. Oh, vorhersehbar. The match begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. May the best team win. Und dann fangen wir mal an. Eine offensichtliche Entscheidung. Ich vergesse, es ist das erste Spiel, das heißt, es leckt wieder wie Hechtsuppe. Sucht einen Heilbrunnen auf. So, ich geh mal runter. Na gut, 7 Sticks ist erstmal ganz okay. Ich stimme zu. Oh, die Schwachen sterben zuerst. Meine Knien dürstet es nach Blut. Ich stimme mit eurer Entscheidung überein. Also Sebo macht offensichtlich das Camp. Niemand wird meine Herrschaft in Frage stellen. Werden die Altäre erscheinen. Haltet euch bereit, denn ihr müsst sie unverzüglich einnehmen. Einverstanden. Geht hin und erobert die Altäre. So befiehlt es der Rabenfürst. Diesen Kampf habt ihr verloren, Rabenfürst. Und es wird nicht eure letzte Niederlage sein. Ich gehorche, ich stimme zu. Genug der Spielchen. Zerstört die Zitadelle des Totengräbers. Oh, vorhersehbar. Doch effektiv.
offensichtliche Entscheidung. Die Rache ist... Enemy down. Nehmt diesen Helden ins Visier. Euer Name wird aus meiner Erinnerung gelöscht. Nehmt die Zitadelle unter Beschuss. Vernichtet sie. Vorwärts. Also, wir haben nur einen bekommen. Das ist ein Witz, oder? Geht euch heilen. Eine offensichtliche Entscheidung. Die Rache ist mein. Ach, ich habe schon bessere Heiler erlebt. Recycling Arm ins Visier. Ganz wie ich es mir vorstelle. Bald treten die Altäre wieder in Erscheinung. Die Zeit ist gekommen. Erobert die Altäre in meinem Namen. Lasst uns einhalten. Ich gehorche nichts. Ich stimme zu. Aber ganz schön viel Glück gehabt. Der Altar ist mein. Nehmt den Totengräber unter Beschuss. Eure Zeit läuft ab, Rabenfürst. Die Raben pfeifen es von den Dächern. Killing a hero grants a lot of XP and puts stress on our enemies. Ganz nach der Kette des Aufstiegs. Ja. Das Vergessen erwartet. Oh je. Ich gehorche nicht. Ich stimme zu. Um sie zu leiden. Mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwie die XP hole. Wappnet euch, Helden. Die Altäre erscheinen bald. Choose a talent. Mein Wille ist Gesetz. Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt! Es war so klar, ey, dieser Fucker mit seinem blöden Gott. Oh Mann, ey! Ich hasse diesen Sack, ey. Blöder Sack mit seinen blöden Gorge, ey. Ich hasse Stitches, ey. Die müssen wir echt mal rausnehmen und bannen. Ihr seid hier blöde nicht Kacksau, die, ey. Der Ketters geht mir auch schon wieder mächtig auf den Sack, ey. Dreimal reingefeedet, keiner holt die XP, nix. Ah, fucking hell, ey. So nervig. Die Vergeltung wird mir nicht länger verwehrt bleiben.
schon wieder wird nichts. Hallo, da. Entscheidung. Unterwerf diese Söldner. Ganz wie ich es mir schon vorstelle. Wieder keine XP gefarmt. Ich krieg die Krise. Muss ich das mal. Sputet euch, die Altäre erscheinen bald wieder. Grisaltok Aram. Ich gehorche nicht, ich stimme zu. Ich bin gezwungen, mich zurückzuziehen. Die Schuld für dieses Versagen liegt allein bei euch. Ist der Wahnsinn. Sputet euch, Helden! Lasst nicht zu, dass die Lakaien des Totengräbers die Altäre erobern. Einer meiner Türme ist gefallen. Sie gehen halt wieder rein. Ich krieg die Krise. Es kann doch nicht sein, Mann. Oh Mann, ey. Mann, ey, warum haben wir so einen dummen Kelt, dass der halt Convection spielt? Niemand spielt Convection. Niemand. Weil es einfach ein scheiß Talent ist. Es ist nicht mehr gut. Das hat wieder tot, ey, so ein Depp. Vorwärts. Oh, sie werden bleiben. Kannst halt nichts machen, ja? Kerl ist einfach ein Trottel. Und meine anderen Teammates sind auch Idioten. Keiner farmt XP, okay, niemand. Hold down, but we can do this. Ooh, new talent. Dieser Turm dient nun dem Rabenfürsten. Pure Böshaftigkeit müssen wir geben, wenn mein Team immer richtig schön reinfeedet. Das ist das Einzige, wo man wahrscheinlich ein bisschen Sadismus bekommt. Ich habe bei unserer Zitadelle einen Tunnel errichtet, der in die Mitte des Schlachtfelds führt. Gebraucht ihn weise. Wie? Ich meine, ich wusste, dass das möglich ist. Ich habe ebenfalls einen Tunnel gegraben. Keep destroyed. Let's keep up the good work. Ich bin jetzt echt gut, dieser lästige Totengräber hat einen Turm erobert. Bald treten die Altäre zutage, Helden. Bereitet euch vor. Dieser Turm gehört jetzt mir. Nehmt die Altäre ein. Ja, das lässt sich wieder abmischen. Mich nicht. Ist der schlechte. Hervorragend. Lass die Zitadelle des Totengräbers in ihren Grundfesten erzittern. Nehmt die Zitadelle unter Beschuss. Vernichtet sie. Oh, die Schwachen. So ein schlechter Kerl, das er. Diesen Kampf habt ihr verloren, Rabenfürst. Und es wird nicht eure letzte Niederlage sein. Grisaltok Aram. Ganz wie ich es mir vorstelle. Es ist wieder tot. Was destroyed. One of our keeps is gone, so watch for catapults in that lane. Oh,
ich es nicht. Ich empfehle Rückzug. Wir kriegen auch keine Heilung, ne? Das hat nix, der Typ, ey. Das Vergessen erwartet euch. Einverstanden. Schon bald schlägt die Stunde. Unser Turm ist gefallen. Vorwärts. Keltas ist wieder tot, weil er so ein Trottel ist. A brutal assault. Erobert die Altäre und macht diesem Totengräber ein Ende. Ja, vorbei. Eure Zeit läuft ab, Raben. Der Cat, das ist so ein Idiot gewesen. Alter Schwede, war das ein Scheißspieler, ey. Mal einfach easy den Magier weggepickt und spielt dann so eine Kacke zusammen, ey. MVP. Oh mein Gott. Dümmster Kälterspieler aller Zeiten. Drei harte Missplays. Wie scheiße er einfach ständig irgendwo doof rumstand. Positionsspiel aus der Hölle vom Kälter. Sechsmal draufgegangen. Also so unnötigerweise. Ja klar, hat Damage gemacht. Aber wenn ich sechsmal sterbe oder wenn ich 500 Mal sterbe, mache ich auch mehr Damage als die anderen. Weil ich nur doof rumgestanden habe und dummes Positionsspiel bewiesen habe. Richtig schlechtes Spiel. Wir konnten nichts machen, weil der Kettas hat uns immer in Situationen gebracht, die wir unnötigerweise hatten. Und dann kam auch hinzu, dass sie immer als Vierer-Truppen gelaufen sind. Das heißt, entweder wir nehmen halt einen besseren Solo-Laner mit oder wir machen dementsprechend einen Split-Push, dass Thürer hier irgendwo auf der Lane geht. Aber das geht mal gar nicht. Schade. Gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss!